Gott ist. Teil 3, Kapitel 4. Glaube und Wissen. Während meines Studiums begegnete mir der Ausspruch Credo ut intelligam. Auf Deutsch, ich glaube, um zu erkennen, beziehungsweise ich glaube, um zu verstehen, des Kirchenlehrers Anselm von Canterbury, dem Begründer der Scholastik im 11. Jahrhundert. Ich hielt die Aussage damals für spannend, interessant und irgendwie falsch. Denn zur Erkenntnis gehört auch die Erkenntnis des Glaubens. Und der Glaube ist damit auch das Objekt der Erkenntnis und nicht deren Prämisse. Wenn ich glaube, um zu erkennen, verdrehe ich es und packe die Sache von der falschen Seite an, weil ich den Glauben zur Voraussetzung der Erkenntnis mache und damit die Erkenntnis einschränke. Das Gleiche gilt, wenn wir statt Erkenntnis von Verständnis sprechen, denn in dieser Hinsicht bezeichnen beide Ausdrücke die gleiche Sache. Anselm meinte das natürlich anders. Er wollte damit sagen, dass der Glaube, den wir in uns haben, auch nach Einsicht verlangt. Diese zu erhalten aber schwierig ist, weil wir zwar den Glauben haben, aber nicht den Verstand, um Gott einzusehen. Deshalb bittet er Gott, der die Glaubenseinsicht gibt, darum, dass er auch einsieht. Das ist ein wunderschöner Gedanke und ich würde heute diese Zeilen unterschreiben. Damals kannte ich den Zusammenhang nicht wirklich und missverstand es. Das zeigt nur, dass man sich nicht auf Zitate verlassen, sondern den Zusammenhang kennen und das Ganze lesen sollte. Der Ausspruch blieb aber in mir und das Problem stellte sich mir auch weiterhin. Denn es ist richtig, dass wir, um zu glauben, Erkenntnis brauchen, dass diese Erkenntnis aber auf der anderen Seite durch den Glauben beleuchtet wird. Erst Jahre später fand ich heraus, dass bereits der Kirchenvater Augustinus im 4. bzw. 5. Jahrhundert in seiner Predigt 43 die Worte prägte: Intellige ut credas, verstehe, um zu glauben, und Crede ut intelligas, glaube, um zu verstehen. Als ich das entdeckte, wurde es mir klar. Es ist das Zusammen von Glaube und Verständnis, das beide von beiden Seiten zusammenführt, weil beide zusammengehören. Unser Glaube wird durch das Verständnis erhellt und unser Verständnis durch den Glauben erleuchtet, weil es der Glaube ist, der sich der Erkenntnis Gottes durch seine Offenbarung verdankt und die Erkenntnis Gottes, die sich im Glauben als Reaktion auf seine Offenbarung äußert. So stärkt uns die Einsicht im Glauben, während der Glaube in der Einsicht seinen Anfang findet. So überzeugt uns die Vernunft durch den Glauben, während der Glaube mittels der Vernunft seinen Ausgang nimmt. Es sind immer beide Wege möglich, sogar noch mehr als zwei, weil sie in Wirklichkeit alle nur einer sind. Glaube und Erkenntnis. Glaube und Verständnis, Glaube und Einsicht, Glaube und Vernunft, Glaube und Wissen gehören immer zusammen. Nicht immer auf eine einfache Weise, weil sie nicht identisch sind und es scheinbare Widersprüche geben kann, aber immer verknüpft und verbunden und erhellend, wenn man ihrem Zusammenhang auf den Grund geht und die Widersprüche aufklärt. So erkläre ich mir, warum mein Glaube sich stärker und fester anfühlt als jedes Wissen. Obwohl gerade ich ein Freund des Wissens bin und mich ständig auf dem Weg des Lernens befinde. Als mein erster Neffe geboren wurde und ich sein Patenonkel sein durfte, schenkte ich ihm eine Bibel. Als Widmung schrieb ich ihm genau diese Zeilen hinein. Ich dachte mir, vielleicht wird er sie eines Tages lesen und sich fragen, was sie sagen. Und vielleicht wird er sich auf einen genauso langen Weg machen wie ich, um zu verstehen, was sie bedeuten. Oder einen viel kürzeren.